Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Star Stable Horses App. Leider heute erst gegen Mittag, ich habe es einfach nicht früher rausgeschafft, wie ich gestern schon angekündigt hatte, bin ich wieder sehr, sehr spät ins Bett und deswegen wird wahrscheinlich auch das Pferdekaufvideo in Anführungsstrichen, wo ich das Set auswähle und die Gangarten zeige, denke ich, wird damit auch erst am Mittwoch kommen und nicht mehr morgen. Ich kann es allerdings noch nicht ganz genau sagen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie ich heute ins Bett komme. Das heißt, ob ich nach der Aufnahme von der App direkt Zeit hätte, das Video zu machen. Das hängt so ein bisschen davon ab. Lasst euch einfach überraschen. Was ich sicher sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall diese Woche kommt. Ja, kleine Faith. Prima. So. Jawohl. Glückwunsch, Auftrag erfüllt. So, Hufe auskratzen natürlich auch noch. Da raschelt ein kleines Huni hinter mir. Übrigens, falls sie gleich komplett durchdrehen, dann liegt das daran, dass Fabi vom Einkaufen wiederkommt eventuell. Der ist nämlich gerade noch einkaufen. So. Und die Hunde sind jetzt hinten bei mir drin gefangen. Ich habe sie zu mir reingeholt, weil wir gerade im Wohnzimmer und Küche ein bisschen durchlüften. Und dann hättet ihr die ganze Zeit die Autogeräusche von der Hauptstraße gehört. Das will ich ja auch nicht. So, ich bin gespannt, was heute für ein Training dazu kommt. Wir haben ja jetzt die Sattelgewöhnung. Wir haben das Cavaletti-Training, wo sie definitiv die Hinterhand mehr aktivieren muss. Denn momentan streicht sie da noch ziemlich durch. Mit Hinterhand aktivieren meine ich, SSO muss das fixen. Ah, wieder Longen-Training. Okay. Nee, nicht. Faith, du bist ein harter Brocken. Oder muss ich den einfach direkt ein bisschen höher ziehen? Ich dachte, das reicht, wenn ich den einfach nur aufs Pferd ziehe. So, Cavaletti-Training. Zack. Ja, mit dem linken Hinterbein, ne? Da tritt sie so da rein. Mit dem rechten kommt sie noch drüber, aber mit dem linken Hinterbein tritt sie da rein. Da müsste SSO nochmal nachbessern. Auch wenn die Bewegung an sich ja wirklich gut aussieht. So. Zack. Ist natürlich ein bisschen flach am Sprung, hat nicht diese Baskül, diese Biegung, aber es ist ein Cavaletti. Lass mal die Kirche im Dorf. So, und jetzt noch das Longieren. Zack. Na, das ist süß. Feine. Gut machst du das. Oh. Um es mal mit den Worten des Pferdeprofis, dessen Namen ich vergessen habe, zu sagen. Prima. Und hab. Fein. So ist fein. Oh. Gut. Oh. Brr. Fein. Und ja, ich rede mit meinen Pferden. Ihr könnt mir so wieder sagen, boah, Kadi, du bist so scheiße kindisch. Aber das ist mir egal. Ich gestalte das gerne bildlich, so als ob das wirklich ein echtes Pferd wäre. So, damit ist Faith Level 9 geworden. Wunderbar. Morgen ist der große Tag. Ich freue mich, ich freue mich. Ich werde auch, wenn ich das kann, ich weiß ja nicht genau, wie das aussieht, werde ich auch zeigen, wie das aussieht, wenn man das Pferd ins Spiel übernimmt. Natürlich mit unkenntlich machen meine Daten, das ist klar, die sollt ihr ja nicht wissen. Aber dass ich es euch dann so ein bisschen zeigen kann. Gut, ihr Lieben, das war's dann für heute schon wieder aus der App. Tut mir leid, dass sie jetzt so relativ spät gekommen ist. Und damit macht's gut, bis morgen. Tschüss!